habe ich den nächsten Redner angekündigt. Sibylla Wilson, Herr Krieger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Facharbeiter Plast- und Elastverarbeitung und dann ein Studium der Theologie und hat anschließend als Vikar gearbeitet. 1989 war er Gründungsmitglied der Sozialdemokraten der DDR, der SDP. 1990 deren Geschäftsführer bis 91. Von 90 bis 91 war er Stadtrat für Inneres im Magistrat Berlin. 91 bis 94 Senator für die Jugend und Familie Berlin. Und 1994 bis 98 Mitglied im Deutschen Bundestag. Seit dem Jahr 2000 ist er nun Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Außerdem hat er auch sich an verschiedener Stelle engagiert, zum Beispiel als Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks oder in der Kommission für Jugend- und Medienschutz oder in der Jury des Hauptstadtkulturfonds. Der Vortrag, der jetzt kommt, lautet Zukunft gestalten in Demokratien. Bitte sehr. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind schon die Überschrift des Vortrags genannt worden, Zukunft gestalten in Demokratien. Lassen Sie uns zunächst einen gemeinsamen Blick auf den Begriff des Anthropozäns werfen, der die besondere Verantwortung der Zivilgesellschaft in der Nachhaltigkeitsdiskussion herausstellt. Im Anschluss möchte ich die Anknüpfungspunkte zwischen politischer Bildungsarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation aufzeigen. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Art von Umweltbildung und Nachhaltigkeitskommunikation durch die politische Bildung erfolgen kann und welche konkreten Ansätze wir in den Zentralen der politischen Bildung finden. Diese Ansätze möchte ich dann anhand einiger Beispiele erläutern. Dann können Sie mich danach, wenn Sie wollen, löchern und befragen, was das Zeug hält. Meine erste Folie habe ich überschrieben, der Mensch als transformative Macht. Und ich zitiere Earl C. Ellis, Professor für Geographie und Umweltsysteme an der Universität von Maryland. Die Kapazitäten der Erde für uns Menschen hängen eher vom Potenzial unserer sozialen Systeme und unserer Technologien ab, als von ökologischen Grenzen. Damit beschreibt Ellis die Kernvorstellung des Anthropozäns. Durch Prozesse der Industrialisierung und Globalisierung ist der Mensch zunehmend zu einem bestimmenden Faktor weltumspannender Entwicklung geworden. Wenn der Mensch also in der Lage ist, klima- und umweltverändernde Ungleichgewichte herbeizuführen, sollte dann nicht auch eine Umkehrung dieser Prozesse durch den Menschen möglich sein? Von diesem Standpunkt aus betrachtet bedeutet, über Anthropozän zu sprechen, sich eben einer Verantwortung bewusst zu werden, die der wirtschaftende Mensch im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung der Erde trägt. Wir hinterlassen nämlich Spuren an Orten, an denen wir niemals waren. Das ist eben schon sehr plastisch angeklungen. So sind Wechselwirkungen von Umweltveränderungen und globalen politischen Prozessen vielerorts sichtbar. Obwohl der Begriff Klimaflüchtling weiterhin umstritten ist, sind globale Migrations- und Fluchtbewegungen sowie Konfliktursachen häufig in einem engen Zusammenhang mit geografischen oder klimatischen Gegebenheiten zu sehen. Im aktuellen Konflikt in Syrien zum Beispiel treffen verschiedene Ursachenkomplexe aufeinander, unter anderem eben eine Dürre zwischen 2006 und 2011, die häufig als Teilursache der Eskalation aufgeführt wird. Weitere Beispiele sind außerdem Handelsrouten von Konfliktrohstoffen, die in Konfliktgebieten abgebaut werden und deren Verkauf häufig ohne staatliche Kontrolle erfolgt. Während derartiger globaler Einflüsse auf lokale Gegebenheiten treffen und diese beeinflussen, sind eben lokales Wissen und das Eingreifen der Zivilgesellschaft häufig entscheidend für die Lösung globaler Probleme. Doch wo genau wird Umweltbildung und Nachhaltigkeit jetzt eigentlich relevant für den Bereich der politischen Bildung? Ich möchte hier anknüpfen an Friedrich Erben und Gerd der Hahn, die dieser Frage einen Artikel in der Beilage aus Politik und Zeitgeschichte, der Beilage zum Parlament, gewidmet haben, nämlich der Ausgabe Nachhaltigkeit.
Energie- und Umweltfragen sind eng verknüpft mit dem Zugang zu Bildung und zur gerechten Verteilung von Lebenschancen. So sind wirtschaftlicher Wohlstand und politische Stabilität eng an die dauerhafte und abgesicherte Verfügbarkeit von Ressourcen geknüpft. Wirtschaftliche Stabilität von Individuen und Staaten bieten eine Hauptgrundlage für die Entwicklung einer pluralen Ordnung, die Prozesse der Demokratisierung und die Ausweitung von Mitwirkungsrechten. Somit ist es im Interesse einer starken Zivilgesellschaft, Ansätze zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen voranzutreiben. Und dies beinhaltet dann eben auch die Verantwortung, die Lebensgrundlage für die nachfolgende Generation zu erhalten. Was sind die Ziele? Politische Bildung ebenso wie die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung verfolgen das Ziel, zunächst einmal Hintergrundinformationen bereitzustellen und Inhalte zu vermitteln, damit die Gestaltungs- und Problemlösekompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden. Das beinhaltet natürlich gleichzeitig den Aufruf zu einem verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Handeln sowie zu politischer Partizipation. Dafür sind eben die Bewertungskompetenzen ein Schlüsselfaktor. Für uns in der politischen Bildung ist es dann natürlich geradezu entscheidend, wie wir die Zielgruppen ansprechen. Es kommt auf eine zielgruppenspezifische Vermittlung und Weiterentwicklung entsprechender Kenntnisse an. Und dafür müssen eben die Angebote, die didaktischen Angebote, die Lernangebote möglichst optimal auf die entsprechenden Zielgruppen zugeschnitten werden. Sowohl politische Bildung als auch die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sollen sich an den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen orientieren, nach Aufbereitung und Gestaltung von Informationen sowie natürlich auch nach verschiedenen Teilhabemöglichkeiten, also partizipativen Möglichkeiten, um dieses Wissen für sich auch relevant zu machen. Zu diesem inklusiven Ansatz gehört das Aufzeigen von Anknüpfungspunkten im individuellen Alltagsgeschehen, um die politischen Dimensionen privaten Handelns zu verdeutlichen. Das ist mal wieder der entscheidende Punkt, im Privaten das Politische zu erkennen. Dies schließt die Fähigkeiten ein, die aktuelle Situation nach objektiven Kriterien zu bewerten und zu verändern und zeitgleich die eigene Vorstellung von Zukunft auch zu visualisieren. Dies gilt für die politische Bildung natürlich ebenso wie für die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Dabei sollen Nachhaltigkeitsthemen eben nicht isoliert behandelt werden, sondern verzahnt mit anderen Disziplinen. In allen Bereichen sollten sie aufgegriffen werden und so als integrativer Teil politischer Bildung behandelt werden. Was sind unsere Zielgruppen? Sowohl die politische Bildung als auch die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sind auf Vermittlerinnen und Vermittler angewiesen. Die, wenn man so will, sogenannten Change Agents oder vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung so bezeichneten Pioniere des Wandels orientieren sich an neuen Erkenntnissen aus Forschung und Gesellschaft. Sie agieren als Vorbilder, die Probleme aufdecken und eine Öffentlichkeit für gesellschaftlich relevante Themen erzeugen. Sie treiben also, wie man so will, den entsprechenden Wissenskomplex voran. Ihr Einsatz für eine innovative Zukunftsgestaltung basiert auf funktionierenden Netzwerkstrukturen, mit denen sie Kernzielgruppen erreichen und aktivieren. Gleichzeitig ist es das Ziel von politischer Bildung und Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, die breite Öffentlichkeit anzusprechen und auf verschiedene Zielgruppen gezielter einzugehen. Neben den Pionieren des Wandels, die ihr Wissen an andere Gruppen weitertragen, richten sich dann die Angebote eben an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, an Schülerinnen und Schüler, an Bürgerinnen und Bürger sowie auch an bildungsfernere Zielgruppen. Und jetzt komme ich zu den Anwendungsbeispielen in der politischen Bildung. Wir haben seit vielen Jahren uns mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und Sie wissen, die Bundeszentrale ist in ihrem Kern eigentlich eine Institution, die in der Gutenberg-Galaxis zu Hause war. Deshalb hier die berühmten Printprodukte, mit denen ganze Generationen in diesem Land schon aufgewachsen sind. Am bekanntesten wohl die Informationen zur politischen Bildung. Die Informationen zur politischen Bildung erscheinen immer noch in einer Startauflage pro Heft von 960.000. Das heißt, sie sind immer so flächendeckend in dem Bereich der weiterführenden Schulen und auch der Grundstudien verschiedener geisteswissenschaftlicher Fächer oder betroffener Fächer vorhanden und relevant.
Daneben, links daneben sehen Sie die berühmte Beilage aus Politik und Zeitgeschichte, das politikwissenschaftliche Magazin nach wie vor in der Republik. Und hier können wir eben verschiedene Themen gezielt aufgreifen und durch fachwissenschaftliche Aufsätze, die aber sozusagen nicht die Dimension einer wissenschaftlichen Expertise eines Review-Verfahren unter, also einem Review-Verfahren unterliegenden Publizierens, sondern eher auf Transferwissen ausgerichteten Publizierens zum Gegenstand haben. Das zeichnet die Beilage aus und das macht sie auch für die politische Debatte und die politische Bildung relevant. Nicht aufgeführt habe ich hier das Jugendmagazin Fluter. Eine, in einer Folie meiner Vorrednerin ist das Titelfoto des Heftes Plastik. Auch das war dieser Vogel, in dessen Magen diese ganzen Plastikteile vorhanden sind. Jetzt habe ich das wiedererkannt. Fluter ist ein Magazin, was sich an interessierte junge Leute wendet. Wir haben vor 15 Jahren mit einer Startauflage von 70.000 begonnen. Dieses Heft hat heute 330.000 Abonnenten und wird vor allem im Bereich bildungsaffiner junger Zielgruppen stark rezipiert und diskutiert und zunehmend auch im Unterricht eingesetzt und deshalb auch in Klassensätzen von Lehrkräften gestellt. Mittlerweile ist es aber so, dass wir nicht nur in der Gutenberg-Galaxis zu Hause sind, da gehört nicht auf die Schriftenreihe, rechts sehen Sie ein Beispiel davon, sondern auch die Online-Angebote der Bundeszentrale, die immer relevanter werden, vor allem weil bei der Suche nach Themen nicht zielgerichtet mehr nach Publikationen gesucht wird, sondern nach Online-Angeboten. Deshalb spielen Online-Dossiers und Online-Spezials eine immer stärkere Rolle. Und es sind dann gezielte Themenkomplexe wie Umwelt- und Energiepolitik, Klimawandel, Globalisierung, Konsum, in diese Dossiers gewidmet sind. Gleichzeitig werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen eben nicht isoliert behandelt, sondern immer auch im Kontext allgemeiner gesellschaftspolitischer Diskussionen aufgegriffen und diskutiert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man hier nicht sozusagen selektiert und segmentiert, sondern integriert. Integrativen Ansatz, einen inklusiven Ansatz versucht zu wählen. Wie kann Nachhaltigkeitskommunikation durch politische Bildung in Unterrichtsmaterialien aussehen? Zur Einführung von Nachhaltigkeit als politischen Grundwert gehört eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Umwelt- und Konsumverhalten. Das ist eben schon angeklungen. Zu diesem Zweck versuchen wir in der Bundeszentrale Bildungsmaterialien und Orientierungshilfen, die sich mit den Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen, zu verbreiten. Die Materialien sollen Lernprozesse fördern und bereits früh ein Bewusstsein für Nachhaltigkeitsprozesse verankern. Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit gegeben werden, mit vorhandenem Wissen eigenständige Entscheidungen zu treffen und durch forschendes Lernen das eigene Handeln im Kontext politischer Prozesse und Entwicklungen zu verstehen. Ich habe Ihnen hier aufgeführt drei Beispiele. Ich nehme mal das linke Beispiel, die Themenblätter im Unterricht. Das ist ein sehr erfolgreiches Format, was ein grundsätzliches Dilemma der schulischen Praxis aufgreift, nämlich die sogenannten Fehlstunden oder Vertretungsstunden. Und jede Lehrkraft kommt manchmal plötzlich am Abend vorher in die Situation, eine Vertretungsstunde zu realisieren. Und da wir in der politischen Bildung in der Schule immer mit dem Dilemma leben, dass wir eigentlich ein relativ randständiges Fach sind, was auch sehr oft fachfremd unterrichtet wird und was vor allem im Kontext von PISA den Sprach- und also den MINT-Fächern eher unterlegen ist, versuchen wir natürlich subversive Strategien zu wählen. Und eine dieser subversiven Strategien ist das Hacken der Vertretungsstunden. Und dafür produzieren wir zielgerichtet entsprechende Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte und Schüler. Man muss sich so vorstellen, das sind etwa 3 bis 4 Seiten für die Hand der Lehrerin und des Lehrers, um ein Thema aufzureißen und dann ein Arbeitsblatt für den Schüler und die Schülerin im Klassensatz. Und das Ganze gibt es natürlich auch online, sodass man einfach bestimmte Themen direkt als Angebot in dem Unterricht dieser Vertretungsstunden spielen kann. Und in der Mitte das Heft, was geht, das ist
wenn man so will, eine trotzige Reaktion der politischen Bildung, weil die Erkenntnis, dass man bildungsfernere, das ist ein schwieriger Begriff, bildungsferne Zielgruppen, aber nehmen wir mal sozusagen das Pejorative aus diesem Begriff weg und versuchen sozusagen Bildungsbenachteiligte insgesamt in den Blick zu nehmen, müssen wir uns einfach eingestehen, die lesen in aller Regel nicht mehr. Und dieser Versuch dieses Heftes, was geht, ist der trotzige Versuch, trotzdem sozusagen Lesekompetenz niedrigschwelliger Provenienz zu behaupten. Dieses Heft, was geht, arbeitet viel stärker mit Bildstrecken und mit sozusagen relativ überschaubaren Textmengen, aber versucht durch Orientierungswissen eben auch eine Hinführung zu politischen Themen für die entsprechenden Zielgruppen zu realisieren. Das ist mittlerweile relativ erfolgreich im Hauptschul- und Berufsschulbereich, dieses Heft, und überrascht uns in unserer Trotzigkeit doch relativ stark, weil ich war von Anfang an skeptisch, ob das überhaupt seine Leserinnen und Leser finden wird. Aber die Praxis zeigt, dass es gesucht und auch gefunden wird. Wie kann Nachhaltigkeitskommunikation durch politische Bildung in Veranstaltungsformaten aussehen? Das ist unsere dritte große Produktgruppe, wenn man so will. Und hier will ich kurz skizzieren, dass zum Arbeitsfeld der politischen Bildung eben Dialogprozesse im weiteren Sinne gehören, gegenseitiger Austausch angelegt werden soll, neue Handlungsoptionen erlernt oder kennengelernt werden. Beispiel eines solchen Ansatzes ist der berühmte Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Warum berühmt? Weil er einer der Wettbewerbe ist, wir werden ja von Wettbewerben geflutet, die eine relativ hohe Teilnehmendenzahl realisieren und nicht allein auf individuelle Schülerinnen und Schüler abgestellt ist, sondern eher auf gruppenbezogenes Lernen. Und dieser Schülerwettbewerb zur politischen Bildung kann jedes Jahr Teilnehmerzahlen von etwa 3.500 Schulklassen aufweisen. Und das ist schon sozusagen in der Landschaft der Schülerwettbewerbe eine entsprechende Hausnummer. Und eines der Themen, das in diesem Jahr programmiert wird, heißt eben Essen für die Tonne. Soll Schülerinnen und Schüler anregen, den verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln zu reflektieren und eine Informationsbroschüre dazu zu entwerfen. Also es ist sozusagen nicht nur das Durchdringen eines solchen Sachverhaltes relevant, sondern gleichzeitig eine politische Aktion, wenn man so will, Aufklärung in Form einer solchen Informationsbroschüre. Es werden immer sehr viele Lehrkräfte bei der Entwicklung solcher Themen beteiligt und wir versuchen deshalb den Schülerwettbewerb der politischen Bildung immer relativ praxisnah auf den schulischen Alltag und auch auf die Perspektive dessen, was in der Schule vermittelt und gelernt wird, auszurichten. Formate wie der Schülerwettbewerb sollen Schülerinnen und Schüler motivieren, persönliche Lebensbereiche und Erfahrungen zu reflektieren und im Rahmen einer kreativen Eigenleistung Erkenntnisse zu sammeln und in der Praxis umzusetzen. Nachhaltiger Lebenswandel erscheint als aktueller Trend, bei dem sich alternative Formen des bürgerschaftlichen Engagements entwickeln. So gibt es vielerorts sogenannte Repair-Cafés oder das gemeinsame Reparieren, also für das gemeinsame Reparieren von Fahrrädern außerhalb von teuren Reparaturwerkstätten oder Phänomene wie Urban Gardening, bei dem brachliegende Flächen in Großstädten gepflanzt werden. Oft beschränken sich derartige Gestaltungsräume auf bestimmte Kreise und bildungsbenachteiligte Zielgruppen werden häufig nicht eingeschlossen. Um auch im Bereich der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung soziale und politische Desintegration zu verhindern, ist es eben wichtig, frühzeitig diesen Abgrenzungen entgegenzuwirken und Alternativen zu bieten. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat deshalb ein sogenanntes Verstärkernetzwerk gebildet mit Multiplikatoren aus dem schulischen und außerschulischen Bereich, um vor allem Formate sozusagen bei solchen Themen, die eigentlich eher bildungsaffinen Milieus vorbehalten oder bewussten Milieus vorbehalten sind, die zu popularisieren und eben andere Zugänge dazu zu schaffen, um die eben politisch relevant zu machen in der gesamten Gesellschaft. Dazu will ich noch ganz kurz ein Projekt skizzieren, das wir auch als methodischen Ansatz seit einigen Jahren sehr intensiv verfolgen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Das
ist der sogenannte Bereich der Peer Education. Wir glauben, dass sozusagen die Kredibilität von den älteren Geschwistern, wenn man so will, ein ganz wichtiger Faktor ist, um bestimmte Themen stärker zu machen in der Gesellschaft. Das Team Global, heute heißt der Träger für das Team Global, Moment, Denk Global, und einige Vertreter sind auch hier, wenn ich richtig informiert bin. Das versucht sozusagen durch das zielgerichtete Setzen von entsprechenden Themen ein Ausschwärmen dieser Themen in die schulische und außerschulische Praxis zu realisieren und eben nicht den professionellen Pädagogen als Vermittler zu aktivieren, sondern diejenigen, die sich ehrenamtlich mit dem Thema beschäftigen, die sich coachen zu den entsprechenden Themen und mit sehr viel Werbung, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Spirit versuchen, diese Themen in, wenn man so will, der jugendlichen Zielgruppe zu popularisieren. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, dass diese Form von Kredibilität und Glaubwürdigkeit mit solchen Themen verknüpft wird und auf diese Art und Weise einfach ein höherer Effekt erzielt wird. Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Entwicklung unabhängiger zivilgesellschaftlicher Strukturen sind Förderung von Modellprojekten. Wir sind als Bundeszentrale für politische Bildung nicht nur Selbstveranstalter oder kooperieren in Veranstaltungsformaten, sondern fördern eben auch Träger der politischen Bildung. Insgesamt 430 Bildungsstätten in der Bundesrepublik gehören zu den von uns geförderten Einrichtungen. Und da spielt dieser ganze Themenkomplex nachhaltige Entwicklung natürlich eine Rolle. Ein Beispiel für die Förderung eines solchen Nachhaltigkeitsprojekts habe ich Ihnen eben schon genannt, das ist Team Global. Und dieses Projekt gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren und hat eben eine sozusagen mittlerweile unabhängige Trägerstruktur von der Bundeszentrale gefunden. Bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements soll immer im Vordergrund stehen, dass eigene Initiativen angeregt werden und unterstützt werden. Gleichzeitig soll jedoch keine Kluft entstehen zwischen staatlichen Regierungskonzepten und politischen Bewegungen, sondern vielmehr, wenn man so will, ein gemeinsamer Dialog induziert werden. Ich komme zum Schluss. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Die genannten Beispiele zeigen eben auf, wie ausgeprägt die Schnittstellen der politischen Bildung und der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sind. Dieser Prozess ist natürlich längst nicht am Ende angekommen, aber er zeigt doch auf, sozusagen, dass da eine Menge Musik drin ist, eine Menge Luft nach oben noch ist. Und um diesen Prozess eben weiter voranzutreiben, braucht es den Ausbau existierender Strukturen sowie die Aufrechterhaltung und Methodenvielfalt bei der Vermittlung von Inhalten und der Angebote und von zielgruppenspezifischen Formaten. Dabei soll die Trennlinie zwischen Umweltthemen und Themen der politischen Bildung weiter aufgeweicht werden und stattdessen anhand von Nachhaltigkeitskommunikation in der politischen Bildung in Gemeinsamkeiten, Synergien, Schnittstellen aufgezeigt werden. Auch weiterhin geht es darum, pragmatische Zugänge zu schaffen und die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf den Alltag von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen aufzuzeigen und damit eine Motivation zu schaffen für das, was eigentlich politische Bildung sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Gesellschaft weiterzuentwickeln, Gesellschaft zu verändern, zum Besseren zu wenden, wenn man so will, eine Stärkung und ein Ausbau von Demokratie sich auf die Fahnen zu schreiben. Und jeder, der die Bildung der nachhaltigen Entwicklung gar nicht auf dem Schirm hat, der hat ein strukturelles Defizit in die politische Bildung eingeschrieben. Das wollen wir eben vermeiden. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, Sie überzeugt zu haben, dass politische Bildung für diesen Bereich ein strategischer Ansprechpartner ist und bleibt. Vielen Dank. Was das Publikum jetzt nicht gewohnt ist, wir haben noch Zeit für Fragen. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, oder weil Sie sich so genau noch nicht angeschaut haben, Herr Krüger wird also nicht am Podium heute Abend teilnehmen können. Er muss vielleicht noch weiter zu einem Anschlusstermin. Das ist auch der Grund, weshalb jetzt etwas mehr Zeit wäre, wenn Fragen sind. Aber Sie können dann, auch wenn Sie Fragen haben, sich schon mal melden. Bis dahin
interessiert Sie vielleicht auch, wer uns gegenüber sitzt im Publikum. Ja? Da machen wir mal so eine soziometrische Begrüßung oder Abfrage. Das habe ich von Herrn Jakubis abgeguckt, der ist, glaube ich, auch da. Ne? Genau. Also ich möchte gerne wissen, und es gibt auch die Möglichkeit, Mehrfachnennungen zu machen. Wer von Ihnen zählt sich denn zu jemandem, der in Bildung für nachhaltig arbeitet? Können Sie bitte mal Ihre Hände nehmen? Das sind ziemlich viele. Das ist schön. Wer von Ihnen macht denn Umweltbildung? Das sind auch ziemlich viele. Teilweise auch natürlich doppelt. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders. Wer macht denn MINT-Bildung? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Theorie. Das sind auch ziemlich viele. Das finde ich auch sehr schön. Die politische Bildung, wer würde sich da ausbauen? Das sind mehr als ich dachte. Also super. Nochmal quer dazu bitte. Wer ist denn an einer Hochschule? Das sind auch ziemlich viele. Also ich glaube, das sind ziemlich viele Multitalente heute. Wer ist denn an einer Schule tätig? Auch einige, wenige Lehrer. Genau. Und die letzte Frage in dieser Richtung. Wer ist denn an einem außerschulischen Lehramt tätig? Ja, vielen Dank für die Handzeichen. Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Ungefähr, genau. Da muss ja noch mal in die Grundlagen der politischen Bildung gehen. Was ich noch mal gerne nachfragen würde, ist, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit befassen, uns aber an die Grundregeln der politischen Bildung halten, nämlich das Kontroversitätsgebot oder das Überwältigungsverbot, wie muss man das sich vorstellen? Eigentlich war ja die Idee der politischen Bildung, dass sich die Menschen eine eigene Meinung bilden sollen. Und jetzt sollen sie plötzlich nachhaltig sein. Widerspricht das nicht der politischen Bildung? Oder wie macht man das methodisch? Ja, das, Sie haben den Beutelsbacher Konsens angesprochen. Das ist so eine Art Glaubensbekenntnis unserer Disziplin und soll Resistenzen gegen Instrumentalisierung von politischer Bildung, die sich als überparteiliche Bildung versteht, erzeugen. Warum? Es geht darum, überparteiliche politische Bildung nicht sozusagen zur Regierungskommunikation irgendeiner bestimmten Regierung werden zu lassen, sondern tatsächlich den pluralen Blick auf Sachverhalte zu stärken und zu stützen und die eigene Meinungsbildung zu stärken. In einem pluralen Gemeinwesen gibt es eben unterschiedliche Positionen. Wie kriegt man diesen Beutelsbacher Konsens nun auf so ein Feld ausgerichtet? Das ist sehr kompliziert. Ich bin der festen Überzeugung, dass kontroverse Diskussionen letztendlich und unter dem Strich ein tiefergehendes, nachhaltigeres Wissen um bestimmte Positionen motivieren und erzeugen können. Wenn es Ihnen schwer gemacht wird und Sie sich mit Gegenargumenten auseinandersetzen müssen, sind Sie stabiler in dem Behaupten des Wissens in entsprechenden gesellschaftspolitisch schwierigen Diskussionen. Es ist auch so, dass sozusagen die Frage von Emotion und Überwältigung uns eigentlich bei diesem ganzen Thema der Bildung, der nachhaltigen Entwicklung überhaupt nicht weiterhilft, sondern wir, wenn man so will, Akteure in intelligente Agenten benötigen, die eben tatsächlich alles für und wider bereits abgewogen haben und die unterschiedlichen Perspektiven in dieser Debatte kennen. Kontroversität und Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot, das sind nur zwei der drei Sätze des Beutelsbacher Konsenses, machen ihren Sinn, machen aber auch deutlich, dass es methodische Unternehmungen sind, die jetzt nicht etwa die nachhaltige Bildung sozusagen in den Streit oder in eine Beliebigkeit stellen sollen, sondern es sind methodische Überlegungen zu einem bestimmten nachhaltigen und intensiven Wissen überhaupt erst zu kommen. Der dritte Satz des Beutelsbacher Konsenses wird meistens verschrieben, weil er zu kompliziert und zu sehr 70er Jahre ist. Da geht es, wenn man so will, um handlungsorientiertes Wissen. Und heute ist in der Politikdidaktik dieser Satz relativ umstritten, weil man jedenfalls in einer stärker werdenden Fraktion sagt, dass handlungsorientiertes Wissen eigentlich nur die eine Seite der Münze ist und es viel stärker heute darauf ankommt, selber politisch aktiv zu werden. Das heißt, das Wissen sozusagen in Form von politischem Handeln relevant zu machen. Das ist natürlich eine sehr starker, strittige Debatte und die wiederum schafft eine sehr gute Brücke zu solchen Lerngegenständen wie Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Dankeschön. Jetzt
müssten ja eigentlich zwei Kolleginnen mit Handmikrofonen sein. Darf ich da mal fragen? Nein. Herr Oberwien, Sie hatten sich gemeldet. Ja, danke sehr. Ich arbeite in Kassel an der Uni in der Didaktik der politischen Bildung, also in der Ausbildung von Lehrerinnen für Fachpolitik und Wirtschaft und sehe gerade die oben aufweichende Trendlinie. Ich stelle fest, dass in der politischen Bildung es starke Zurückhaltung gegenüber der Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt und gegenüber globalem Lernen. Das sehe ich in den Fachgesellschaften, das sehe ich also bei all denen, die an Hochschulen zuständig sind für die Lehrerbildung. Ich weiß nicht, ob das mit der panischen Angst vor Überwältigung zu tun hat, ob das vielleicht ein Grund ist. Meine Frage an Sie ist, also ich meine, ich sehe diese Angst eigentlich nicht, weil wir haben ja auch demokratische Verhaltensweisen an die Schülerinnen und Schüler heranzubringen. Die sind normativ gesichert und Nachhaltigkeit ist auch normativ gesichert, 20 Jahre Grundgesetz, und man könnte noch tausend andere Dinge erwähnen, wo das steht. Sehen Sie das auch so? Ist das jetzt meine Wahrnehmung allein, der ich jetzt da einen starken Schwerpunkt habe? Falls Sie das so sehen sollten, was kann man tun? Ja. Also ich kann versuchen, eine Erklärung dafür zu geben, will aber vorausschicken, dass diese Zurückhaltung und Angst bei uns in der Bundeszentrale eigentlich nicht da ist. Wir haben uns sehr intensiv mit der Frage befasst und ich glaube, es ist aus den Ausführungen auch deutlich geworden, was eigentlich für ein Potenzial für die politische Bildung in diesem interferenten Zusammenhang besteht. Ich glaube aber, dass die spezifische Entwicklung der politischen Bildung eine Rolle spielt für diese Zurückhaltung, auch im Bereich der universitären Ausbildung, aber auch der Praxis, vor allem im schulischen Bereich. Und das hat mit der relativ unklaren Genese der Disziplin der politischen Bildung zu tun. Die politische Bildung heißt in jedem Bundesland irgendwie anders, mal Sozialkunde, mal in Bayern ist die gleiche Geschichte integriert, in Niedersachsen sozusagen verschwindet die politische Bildung im Fach Wirtschaft. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Perspektiven und Abmischungen politischer Bildung und das hat auf die schulische Praxis eine relativ starke Auswirkung, weil das Fach oder dieser Fächerkanon, in dem politische Bildung vorkommt, ist einfach strukturell in den letzten Jahren noch verstärkt sozusagen durch den PISA-Prozess marginalisiert worden. Und deshalb, glaube ich, gibt es eine Art Rückzugshaltung, einen Kernbereich dessen, was politische Bildung darstellt, zu verteidigen und eben nicht die Synergien zu suchen und damit, wenn man so will, den interdisziplinären Charakter, der ja eigentlich, das ist die andere Seite der Münze, eingeschrieben ist in politische Bildung, stärker zu machen. Und wir haben uns entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen und haben uns halt für diesen zweiten Weg entschieden. Ich kann aber nachvollziehen, dass sozusagen in der schulischen Praxis viele Vorkämpferinnen und Vorkämpfer politischer Bildung das zurzeit wirklich nicht einfach haben und deshalb sozusagen versuchen, ja, Grenzen, Zäune zu ziehen, das Fach zu verteidigen und so weiter. Ich will als dritten Punkt noch hinzufügen, dass eigentlich politische Bildung nicht nur konzentriert werden sollte auf diese Fächer, in denen politische Bildung vorkommt, sondern die demokratische Schule als Betätigungsfeld hat ja auch was mit politischer Bildung zu tun. Es geht um Mitbestimmung, um Partizipation im Kontext schulischer Entscheidungen. Und gerade das sind Felder, wo man bis hinein sozusagen in die Gestaltung des Schulumfeldes auch Faktoren wie Nachhaltigkeit stark machen kann und damit durchaus ganz dezidiert politisch bildet, empowert und motiviert, sich eben in Entscheidungsprozesse und Gestaltungsprozesse einzumischen. Denn darum geht es. Es geht um Gestaltungskompetenzen bezogen auf Demokratie. Ja, vielleicht ein bisschen provokant gefragt, machen Sie auch politische Bildung für Politiker? Stellen Sie sich kurz vor, bitte. Ja, ich bin Bürgermeister einer kleinen Gemeinde im Saarland aus einer Bürgerinitiative. Mein Name ist Peter Lehnert und ich habe das Problem, dass ich sehr nachhaltig geprägt bin, aber diese Themen im Gemeinderat nicht durchgesetzt bekommen. Die werden abgelehnt. Das sind auch sehr große Berührungsängste für solche kleinen Themen. Der Hilfe. Ja, das ist eine Frage, die Sie nicht zum ersten Mal stellen. Also der Punkt ist,
Ja, das ist nicht eine neue Theorie. Es gibt sozusagen ein Handlungsfeld, wo politische Bildung für Politiker dezidiert stattfindet bzw. stattfinden soll. Das sind die sogenannten Parteien und Stiftungen, die für ihre jeweiligen, wenn man so will, Umfelder, Milieus, Kontexte politische Bildung anbieten. Das machen sie auch flächendeckend, aber eben sozusagen nicht zu allen Themen. Wenn Sie genau hingucken, wie die Programme der entsprechenden Parteien und Stiftungen aussehen, werden Sie sehr starke Differenzierung feststellen. Die eine Stiftung schreibt sich das Nachhaltigkeitsthema dezidiert auf die Fahnen und dann treffen Sie auf eine andere Stiftung, für die das einfach Fremdform bis heute geblieben ist. Das ist leider so, aber wir haben es da eben mit einem pluralen Feld zu tun. Wir versuchen als Bundeszentrale und auch die Landeszentralen, wenn man so will, zumindest zu sagen, dass Politiker von unseren Veranstaltungen nicht ausgeschlossen sind. Und versuchen das auch immer sozusagen zu kommunizieren. Und zum Zweiten kann ich Ihnen versichern, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, nicht nur die, die in unserem Kuratorium sitzen, sondern auch viele andere, natürlich, wenn sie unsere Schriftenreihe monitoren und sehen, dass sie für Clark Schlafwandler, das große Buch zum Ersten Weltkrieg, nur 7 € bezahlen, natürlich auch sehr schnell aktiviert sind, wie jeder andere in der Gesellschaft auch, der eben keinen Bock hat, im Buchladen den 6-fachen oder 7-fachen Preis dafür zu bezahlen. Das ist ein Bildungsziel. Wir versuchen eben durch eine bestimmte Redaktion, die wir im Haus haben, wichtige Publikationen, gerade auch zu den Themen der nachhaltigen Entwicklung, zu publizieren und zugänglich zu machen und auf diese Art und Weise unsere die Schwelle runterzuhängen. Das ist ein Stück unserer Verantwortung und dezidiert auf Ihre Frage bezogen, sind eben Politiker durchaus auch Kunden der zentralen politischen Bildung. Und das wollen wir nicht ausschließen, sondern wenn es geht, fördern. Wir wollen es aber auch nicht mit den parteinahen Stiftungen anlegen, denn unter dem Strich, wenn die zusammenhalten, sind die leider immer noch stärker als wir. Bildungs.tv. Sie haben es gerade schon angedeutet, die Tatsache, dass ja eigentlich der Begriff der Transformation, um den es ja auch in der Nachhaltigkeit geht, gerne gelehrt wird, aber nicht so gerne auch als eigener Auftrag in den Schulen betrachtet wird, wenn es um eine demokratische Schule beispielsweise geht. Also zu sagen, alles, was ich tue, muss ich eigentlich auch auf die Gestaltung meiner eigenen Organisation niederschlagen. Und im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es ja auch ein ewiges Thema, zu sagen, die Schule als Ort von Bildung für nachhaltige Entwicklung müsste eigentlich auch auf sich selbst schauen und sagen, ich müsste mich eigentlich auch selber stark transformieren. Wie weit würde denn da eine Bundeszentrale gehen können? Denn Schulen, wie wir, also ich sie zumindest kenne, sind da häufig nicht so breit. Und zum Beispiel auch so etwas wie neue Lehr- und Lernkulturen in den Fokus zu nehmen und da tatsächlich auch mit den Ländern mal in den Dialog zu gehen. Also wir verfahren da eigentlich nach dem Prinzip, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir geben es natürlich nicht auf, mit der Kultusministerkonferenz in Dialog solche Themen zu setzen. Beispielsweise machen wir jedes Jahr eine gemeinsame Konferenz für Ministerialbeamte und Lehrkräfte der Lehrerfortbildungsinstitutionen der Länder, um ein aus unserer Sicht, aus der Sicht der politischen Bildung, vernachlässigtes Thema stärker zu propagieren und in den Fokus sozusagen der Schulpolitik zu rücken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sozusagen den Druck in die Bildungslandschaft auch anders erzeugen kann, indem man kurzerhand Schülerinnen und Schüler selber als Multiplikatoren versucht zu aktivieren. Ich könnte Ihnen jetzt ein sehr schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob wir hier ein Netz haben, aber egal, ich zeige es Ihnen nicht, gucken Sie sich selber an. Wir haben eine YouTube-Kampagne gemacht in der Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus und das hieß YouTuber gegen Nazis. Und jeder, der sich so ein bisschen bei diesen Social Media auskennt, weiß, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler halt öffentlich-rechtliches Fernsehen sowieso nicht gucken. Das ZDF hat ein Durchschnittsalter von 63.
Und der revolutionärste öffentlich-rechtliche Sender ist der NDR, der hat sich vorgenommen, in 10 Jahren auf 59 zu kommen. Also da sehen Sie sozusagen, die Klientel, über die wir jetzt gerade reden, ist da nicht im Fokus. Die gucken sozusagen auch nicht mehr privates Fernsehen, zur Überraschung der privaten Fernsehsender, sondern die schauen sich einfach nur noch Videos im Netz an. Und das haben wir uns zugute, also zunutze gemacht, indem wir die YouTube-Stars, also die deutschsprachigen YouTube-Stars, als Multiplikatoren gewonnen haben. Und die haben sich mit dem Thema, wenn man so will, Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter auseinandergesetzt, indem sie Coverversionen, so sagt man sozusagen in dem Musik-Popkulturbereich, Coverversion zu einem Rap-Song eines Düsseldorfer Rappers. Von Blumio heißt der, Hey Mr. Nazi. Das ist ein Song, der ist 13 Millionen Mal im Netz geklickt worden. Das heißt also, vielleicht nicht Sie, aber Ihre Kinder kennen den. Und dann haben die eben sozusagen diese Stars wie Liv Floyd und der Außenseiter und wie sie alle heißen. Also ich kenne das auch noch von meinen Söhnen, haben da versucht zuzuhören, denen über die Schulter zu gucken versucht. Die haben wir eben gewonnen. Und innerhalb eines Zeitraumes von einigen Tagen immer ein Video nach dem anderen ins Netz gestellt. Und der Effekt war unglaublich, weil wir haben innerhalb von 3 Wochen 4,5 Millionen Downloads gehabt, 70.000 Kommentare und unzähliges Verteilen über Twitter und über Facebook. Das heißt sozusagen, unter Jugendlichen ist eine Diskussion über dieses Thema losgetreten. Und in der zweiten Phase haben wir Handwerkszeug ins Netz gestellt, selber Coverversionen zu dem Song zu machen und das mit einem Preis versehen. Und es sind mehrere hundert Teilnehmer da an den Start gekommen, die eben ihre Version ins Netz gestellt haben. Und das ist also schauen Sie sich das einfach mal an, auf der Seite der Bundeszentrale gibt es sozusagen so eine Sammelunterseite, wo Sie sich die Videos angucken können und auch einen kleinen Überblick bekommen. Was da an Lernen Power entstanden ist, meine Kommunikationspower ist unglaublich und wir versuchen das eben auch für andere Themen stark zu machen und auf diese Art und Weise, wenn man so will, ja, den Bildungssektor zu infiltrieren mit neuen Formaten. Das ist, glaube ich, auch notwendig, weil diese Frage von Kredibilität spielt bei solchen politisch schwergängigen Themen eine Schlüsselrolle. Und ich glaube, dass man diese Glaubwürdigkeit herstellen kann, indem man die richtigen Partner identifiziert und mit diesen richtigen Partnern gemeinsam eben versucht, wenn man so will, Infrastruktur zu schaffen. Also nur ein Beispiel, wir haben das jetzt auch mit dem Thema Salafismus gemacht, Begriffswelten des Islam. Da haben uns die Experten gesagt, sprecht doch mal sozusagen so eine junge Frau, die so einen Beauty-Kanal betreibt, an. Und das haben wir tatsächlich gemacht, also auf dem Kanal von Hatice Schmidt. Sie sehen bei dem Namen, dass man einen Deutschen verheiratet, aber Hatice macht gewöhnlich Kurzvideos über Schminke und Haarspray und so ein Zeug und kommentiert das und wird von ihren Fans, also vor allem weiblichen Fans, geliebt dafür. Und die hat auf einmal angefangen, Begriffe des Islam zu erklären. Mit Erklärfilmen, mit Dialogfilmen, sie ist zu Imam gegangen und dabei haben wir sie unterstützt, Know-how bereitgestellt, ein professionelles Studio aktiviert und diese Kurzfilme sind richtig scharf diskutiert. Natürlich sind die muslimischen Verbände sofort auf den Seiten gewesen und haben sich bei der Bundeszentrale beschwert, wie wir uns erlauben, und sozusagen so, wir haben natürlich sofort die Hände gehoben und gesagt, Hatice war es. Und die Dynamik, Sie sehen aber wieder die Dynamik, die dadurch erzeugt worden ist, Themen zu treiben, Diskussionen anzustoßen, macht deutlich, dass sozusagen politische Bildung längst nicht nur in der Schule, sondern und auch nicht nur im außerschulischen Bereich stattfindet, wir nennen das sozusagen in der Bildungsdebatte formale und nonformale Bildung, sondern längst im informellen Lernen angekommen ist. Also ich glaube, das ist sozusagen einer der starken Zukunftsfelder der politischen Bildung, auch interdisziplinär gesprochen, eben den informellen Lernsektor zu erschließen. Das so bekräftigen, Herr Fietsche, finde ich auch toll. Ich habe es mir mal angesehen. Wir haben jetzt noch 2 Wortmeldungen und die würde ich gerne sammeln und dann, Herr Krüger, bitte kurz darauf zu antworten, auf die kurzen Fragen, die jetzt noch kommen. Einmal da hinten, bitte. Jetzt, immer wie gesagt, ein Mikrofon. Mein Name ist Dennis Hüfker, ich bin aus dem nonformalen Sektor, wie Sie sagen.
Wir sind ein Verein im Europäischen Jugendparlament, wir sind keine offizielle Vertretung oder so, sondern wir machen europapolitische Bildungsarbeit. Was uns immer auffällt, ist, dass der erste Schritt, überhaupt eine Meinung zu beziehen, schwer ist für viele junge Menschen. Und das zweite, dann der nächste Schritt, das dann auch mit einer politischen Position zu verbinden, dass das ganz stark, ja, ich würde nicht sagen verpönt ist, aber irgendwie hat es einen negativen Touch bekommen. Letztes Jahr ist ja die Jugendstudie rausgekommen, zumindest mit einem positiven Blick in Richtung Interesse für Politik. Aber weiß nicht, ob Sie diesem Trend zustimmen würden, dass das sozusagen, wenn es jetzt um die Handlungskompetenz dann geht, dieser ganze Sektor, dass ich mache Politik oder ich interessiere mich für Politik, politisches Handeln, ob das tatsächlich immer noch ein, oder wieder ein Problem darstellt und wie man dem begegnen kann. Frage, bitte, Entschuldigung, dann die zweite Frage bitte auch noch und dann sind wir bei. Hallo, guten Tag, mein Name ist Michaela Langer von Pimento Formate, Medienproduktion. Wir haben 20 Jahre lang Fernsehen gemacht. Ich kenne auch die Kollegen und ich kenne auch die Reihe, die es gemacht haben. Ich freue mich, dass Sie das bei euch will zeigen, weil für mich die Diskussionen, die häufig geführt werden, ein Kommunikationsproblem sind, dass man eigentlich mit massenmedialen Mitteln wie soziale Netzwerke wunderbar lösen kann. Wir arbeiten auch darin und ich hatte in dem Zusammenhang bei Ihnen mal angerufen und gefragt, inwieweit man solche Clips auch für nachhaltige Bildung machen kann mit ähnlichen Kampagnen und ähnlicher Power. Ich bin da nicht weitergekommen in Ihrer Zentrale und man hat mir eher gesagt, wir machen so etwas nicht. Also ich freue mich, dass Sie da offen sind. Ich habe mehrfach angerufen. Ich würde gerne auch mit Ihnen mal darüber sprechen, inwieweit das wirklich auch ein zielführendes Projekt sein kann. Ich sehe es auf jeden Fall, weil wir arbeiten daran. Also, um auf die letzte Frage gleich zuerst zu antworten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand gesagt hat, das machen wir gar nicht. Jedenfalls hat er sich bei mir vorher nicht erkundigt. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir natürlich als Einrichtung auch unsere Kapazitätsgrenzen haben. Und wenn man so will, gerade in diesem neuen Feld, sowohl personell als auch sächlich, bestimmte Ressourcen zur Verfügung haben, die endlich sind. Und deshalb muss man einfach sozusagen alles nacheinander machen. Und das Thema nachhaltige Entwicklung ist keineswegs sozusagen ein Stiefkind der politischen Bildung. Das heißt also, bei uns spielt das auch eine sehr starke Rolle. Wir haben sie in den letzten Jahren aber vor allem mit diesem Extremismus-Thema sehr stark auseinandergesetzt, weil es sozusagen einen sehr starken aktivierenden Akzent hat. Aber zum Inklusionsthema zum Beispiel haben wir im letzten Jahr eine ganze Reihe von Sachen mit der Ohrenkursredaktion in Bonn gemacht, die auch, wenn man so will, Social Media Like produziert und für die Inklusionsdebatte ganz wichtige Anstöße gegeben hat. Und so denke ich, ist das prinzipiell und potenziell auch für den Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Bildung für nachhaltige Entwicklung möglich und wird sicherlich auch realisiert werden. Aber wie gesagt, Frage der Kapazität. Wir haben ein bisschen mehr Geld gekriegt, jetzt mal sehen, was unsere Kollegen da bevorstehen. Gerne dürfen Sie sich an mich wenden. Jetzt die Frage von dem Kollegen dort hinten. Sie haben recht, die Shell-Jugendstudien nicht erst seit diesem Mal, sondern die ganzen letzten drei Shell-Studien zeigen eigentlich ein wachsendes politisches Interesse von jungen Menschen und auch eine sehr starke Demokratieaffinität. Zur Überraschung vieler ist sozusagen die Demokratieaffinität bei den ostdeutschen Jugendlichen, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, am geringsten ausgeprägt, dann an zweiter Stelle kommen aber dann die westdeutschen Jugendlichen und die stärkste Affinität, Demokratieaffinität, hat die Shell-Jugendstudie schon seit drei Folgen hintereinander bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund nachgewiesen. Das ist ein sehr interessanter Faktor, weil in der öffentlichen Debatte eigentlich immer so getan wird, als ob das Gegenteil der Fall ist. Der zweite Punkt, Sie haben ich sage jetzt nochmal, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass sozusagen dieses Politikinteresse des Wachsenden nicht auf die gesamte jugendliche Zielgruppe zutrifft, sondern dezidiert auf bildungserfolgreiche und bildungsaffine Jugendliche. Bildungsbenachteiligte Jugendliche, bei denen geht der Trend sogar noch nach unten. Und das haben wir mal untersucht in einer entsprechenden Studie und die
die Frage, diese Hypothese hinterfragt, ob tatsächlich bildungsbenachteiligte Jugendliche desinteressiert sind an Politik. Und das Ergebnis dieser Studie landete in der Überschrift das unsichtbare Politikprogramm. Die entsprechende Zielgruppe zuckt bei den Worten Politik und erst recht bei dem Wort Bildung zusammen. Das sind sozusagen No-Gos. Aber sie gebrauchen ein anderes Vokabular für das, was Politik und was Bildung meint. Das ist sehr interessant. Also wir haben diese Studie auch veröffentlicht bei uns. Das unsichtbare Politikprogramm finden Sie in der Schriftenreihe. Und versucht zu beschreiben, also qualitativ und auch quantitativ zu beschreiben, was die Faktoren dieser Form von Politikinteresse sind, wie sich Politik dort organisiert, wie sich entsprechende Haltungen organisieren. Und der Punkt, den Sie ansprechen, ist die sozusagen Zurückhaltung gegenüber Institutionen. Das heißt also, Politikinteresse ist sehr stark ausgeprägt, insofern es ein thematisches Politikinteresse ist. Aber die Sozialisierung in zum Beispiel Parteien oder überhaupt in Institutionen, das ist nach wie vor ein Feld, wo junge Leute eher zurückschrecken. Das ist irgendwie auch klar, dass es nicht besonders attraktiv ist, wenn man in eine Partei eintritt und erstmal die Perspektive hat, 10 Jahre lang Ortsvereinskassierer zu sein. Ja, also da sozusagen müssen die Institutionen auch andere Formen der Teilhabe und andere Formen der Organisation, attraktivere Formen für junge Leute entwickeln und finden. Das ist so noch nicht der Fall. Aber man merkt sozusagen, wenn man bei Jugendlichen dieses Institutionen, also die Affinität zu Institutionen abfragt, eine große Reserviertheit. Das ist auch bezogen auf das Ehrenamt so. Ehrenamt würden alle unterschreiben, sogar eine wachsende Anzahl von Jugendlichen engagieren sich eben ehrenamtlich, aber eben nicht mehr lebenslang in einer bestimmten Institution, sondern sie engagieren sich in Form von Projekten, von befristeten Projekten. Das kann 3 Jahre hier, 2 Jahre dort sein, dann mal 5 Jahre gar nicht. Also, es ist sozusagen ein projektorientiertes Engagement, was an die Stelle von sozialisierten institutionellen Engagement getreten ist. Das sind Veränderungsprozesse, die laufen, die man berücksichtigen muss. Und ich will jetzt vielleicht sozusagen eine Habenseite sagen. Also das ist nicht nur negativ. Wenn junge Leute ein thematisches politisches Interesse haben, stellen die sich natürlich auch die Frage, wie kann ich meine Überzeugung politisch durchsetzen? Und da ist einfach sozusagen super en vogue, sich bei campact.org oder in sozialen Medien zu engagieren und ein bestimmtes Thema stark zu machen, indem man jetzt nicht in die Institution eintritt, sondern die Institution unter Druck setzt. Das ist sozusagen eine andere Form von politischer Kommunikation, die sich dort kultiviert und breit macht, die man auf den Schirm bekommen muss, die leider aber keine Lösung sozusagen für die Verfasstheit repräsentativer Demokratie ist. Insofern repräsentative Demokratie, diskursive Demokratie ist, brauchen wir den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Junge Leute beteiligen sich diskursiv. Aber sie beteiligen sich eben nicht, indem sie Institutionen stark machen. Und gerade in der aktuellen Entwicklung sehen wir, wie wichtig stabile Institutionen für die Demokratie sind. Und das, denke ich, muss einer der großen Lerninhalte politischer Bildung auch in den Schulen sein, sozusagen die Angst oder die, sozusagen das negative Image von Institutionen zu relativieren und eben auf der Habenseite zu zeigen, was Institutionen auch an Stabilitätsfaktoren für die plurale Demokratie sein und leisten können. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja heute schon viel über die große Transformation gehört und darüber, dass transdisziplinär gearbeitet werden soll, nicht nur interdisziplinär. Da sind natürlich Kompetenzen, die Demokratie nah sind oder die der politischen Bildung nahestehen, sehr gefragt. Jetzt haben wir ja vorhin gesehen, da ist noch Luft nach oben bei denen, die meinen, sie würden auch politische Bildung machen. Wollen wir zusammen daran weiterarbeiten, dass es vielleicht mehr wird, wenn wir uns mal wiedersehen hier? Also in jedem Fall, ich bin gerne dabei und ich wünsche Ihnen alles Gute.